Wie hat sich diese Mannschaft hier präsentiert in dieser Saison? Wenn Sie jetzt noch einen Sieg draufsetzen, dann haben Sie den Ligatitel. Und dafür bleibt noch Zeit. Es stehen ja noch einige Spiele aus. Sogar die Ernährungslage ist hier super. Also es stimmt alles. Lass mich mal eben wieder in die Bratwurst beißen. Sag du mal. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich freue mich unglaublich auf dieses Spiel und wir haben fantastische Plätze hier oben. Es regnet. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Iniesta. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Błażejkowski. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Błażejkowski bewegt den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und Achtung, der könnte passen. Wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Xavi. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Und nun Lionel Messi. Den Ball zum Torhüter zurückspielen. Gündogan. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler für jeden Stürmer. Super Flanke. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Zweikampf um den Ballbesitz. Dani Alves. Fabregas. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Sergio Busquets. Iniesta. Ein schöner Zweikampf von ihm. Kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Błażejkowski bewegt den Ball. Sergio Busquets. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Ja, da kommt was auf uns zu. Schmelzer. Gefährliche Flanke. Klasse. Solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Tja, wir haben mehrere Kameras im Einsatz. Der Beweis folgt hier. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jetzt ist Lionel Messi seinem Bewacher entwischt. Marco Reus. Fabregas. Sergio Busquets.
Lückentreffer zum Unentschieden. Bei diesem Spielstand müssten sie die Titelfeier verschieben, zumindest bis zum nächsten Spieltag. Ein wirkliches großes Tor, ein Tor zum Zungenschnalzen. Aber der Pass, Manni, der war Zucker, sensationell. Und nun Lionel Messi. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Fabregas. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Das muss es sein! So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Iniesta. Langer Ball auf Messi. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Xavi. Barcelona, Schuss und Posten und Kiel. Balleroberung im Mittelfeld. Schmelzer. Piqué. Sergio Busquets. Fabregas. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Błażejkowski. Einmal zwei Spieler, der kriegt ihn. Schöne Flanke. Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Und Achtung, genau hingeschaut. Fabregas. Guck mal hin! Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Nee, also wenn der Sonnending schon hält, was willst du dann noch machen? Der Meistertitel wieder ein ganzes Stückchen weg. Mit diesem Resultat können sie zumindest heute noch nicht Meister werden. Tor für Barcelona und hier kommt die Wiederholung. Toll hereingebracht, schön verwertet, eine Ecke wie aus dem Lehrbuch. Das war der Führungstreffer für den FC Barcelona. Iniesta. Kaffee, Halbzeitstand 2:1. In der Halbzeit reden sie hier nur über die Verletzung, Buschi. Ja, aber das ist ganz einfach dem Untergrund geschuldet. Das ist ja kein Fußballspiel, das ist Wasserball. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Souverän geklärt. Xavi. Neymar. Die
Flanke kommt gut. Iniesta. Das zweite Tor auf dem Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Fabregas, Sergio Busquets. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Toll, wie er das macht und er trifft. Noch ein Gegentreffer. Ihre Nerven scheinen nicht standzuhalten. Wenn es heute nichts wird, können Sie aber immer noch am nächsten Spieltag den Titel ergattern. Es gibt schlechte Tage und es gibt super schlechte Tage und es gibt Katastrophentage. Und letzteres hat unser Keeper hier. Ja, also mein lieber Scholli, was der hier abliefert, das ist für ihn natürlich eine üble Geschichte, aber tut natürlich auch der Mannschaft weh. Da sollte man tatsächlich über einen Torhüterwechsel nachdenken. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Iniesta. Und nun Lionel Messi. Langer Ball auf Messi. Möglichkeit jetzt. Und jetzt gehalten zunächst. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Jetzt geht er ab. Die Torschussstatistik, sie sagt so einiges aus. Das sah fast nach einer Ecke aus, gibt aber nur Einwurf. Neymar. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Kehl. Interessante Situation jetzt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob die anderen sich verunsichern lassen. Ja, ich glaube, dieses Tor, das wir da noch mal sehen, das könnte die große Wende in diesem Spiel sein. Jetzt liegen sie schon hinten und es ist ihnen alles egal. Sie bringen noch einen Sturm. Ja, welch Wunder. Jetzt sind 7-8 Offensive, aber wie gesagt, ist ja wurscht, ob ich jetzt noch einen kriege. Ich muss sehen, dass ich da nach vorne was tue. Alles oder nichts. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Xavi. Neymar. Reus. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Der Ball ist frei. Jeder kann ihn haben. Xavi. Langer Ball auf Messi. Kehl. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und nun Lionel Messi. Bender. Kehl.
jetzt eine gute Flanke. Und jetzt geht's aber zur Sache, da staubt's richtig. Das ist ein Freistoß, nah am Tor, aus vielversprechender Position. Untersiede gelb, zu Recht. Klares Foul, er grätscht ihn so richtig ab, ruppig, blutig. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Klasse gehalten und festgehalten. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Lionel Messi stört und will den Ball. Neymar. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Neymar. Kiel. Lewandowski. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Lewandowski. Jetzt kann die Flanke kommen. Und diese Flanke ist... Und der Ball ist drin! Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Und es ist dieses konsequente Spiel über die Flügel, was immer wieder für Gefahr sorgt. Das ist kein Spiel für Trainer, das ist eine Partie für die Zuschauer. Keine Taktik, nur Tore, Tore, Tore. Sergio Busquets. Ein kleines, süßes Zuckerpässchen. Aber er hat den Ball sofort verarbeitet. Marco Reus. Neymar. Iniesta. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Und wenn sie jetzt auch noch in Führung... gehen und das Spiel gewinnen, dann haben sie den Titel. Und sie haben doch tatsächlich nochmal zugeschlagen. Jetzt ist nicht zu machen. Überragend, was für ein Fußballspiel, was für eine Dramatik. Ja, 20, 30 Zentimeter höher als alle anderen und dann zappelt das Ding. Klasse. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Vorteil für den FC Barcelona. Das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Er trifft hier klar den Gegner. Das war ein Foul. Keine Frage. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Zuspiel. Er könnte passen. Sie geben sich mit diesem lachhaften Unentschieden nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das merkt man.
Und in diesem Moment ist es einfach nur eine Frage der Nerven. Geht's hier um nichts, macht er das Ding locker. Pedro. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und jetzt! Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Der Ligatitel wäre heute das Sahnehäubchen gewesen. Aber es hat wohl nicht sollen sein. Würde ich abhaken unter der Rubrik ein kleiner Dämpfer. Der Aufstieg steht fest. Und das ist keine Katastrophe heute.